Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Wildflowers. Ja, ich muss mal eben nachschauen, was wir jetzt alles machen müssen. Also den medizinischen Dienst müssen wir spielen. Wir müssen Hazels Medizin aus der Klinik holen. Was haben wir für einen Tag? Wir haben natürlich Samstag, also können wir das schon wieder nicht machen, so wie es aussieht. Wir haben. Ach so, genau. Ist der schon fertig? Ich bin mir gerade nicht sicher. Kann ich noch mit dir reden? Ach so, ich wollte das ja immer ohne Dings machen. Hallo? Mit Space war das, nicht mit E. Don't let that mayor ever give you trouble, honeybee. Oh, he's worried he might lose the next election. And then he'll have to move out of the mayor's mansion, and his fancy wife might hop the next ferry back to Milkwater. She's certainly the smarter of the pair. She's a bit of a hard nut to crack, though. Maybe you'll have better luck. Gut, Oma, wir gehen erstmal runter. Ich hatte noch gar nichts reingemacht. Ach so, weil ich die Erde noch nicht hatte. Das war's, genau. Es tut mir leid, ich habe jetzt ein paar Tage nicht mehr spielen können und habe schon wieder alles vergessen irgendwie. Oh Gott, der Bürgermeister steht hier. Moment. Dauert noch 2 Stunden 10. Okay. Wir können. Oh, wir können die Kartoffeln. Nee, noch einen Tag. Hä? Wieso muss ich nicht. Ach so, ich muss nicht gießen, weil es regnet wahrscheinlich, ne? Pflanze in der Nähe habe ich schon. Muss ich das vielleicht von vorne nehmen? Nee. Hä, wieso kann ich da nichts nehmen? Das ist jetzt seltsam. Ja gut, reden wir erstmal mit dem. Naja. Hello! How are things on your farm? I've been thinking, perhaps you would like to try your hand at raising livestock. Like cute little sheep and stuff? That would be so much fun. Great! All we have to do is rebuild the broken-down ranch by Thomas's farm. Wait, what? The previous rancher sourced all of the livestock for farms on the island. If you find the materials to rebuild the ranch, I can ask Parker to fix it up, and we can flip it to a new rancher who has inquired about moving here. Would make us a tidy little profit. And you could then keep chickens, cows, and such like. Oh, okay. I'll help. Wonderful. Just bring the materials to Parker when they're ready. Das heißt aber, wir müssen noch ganz, ganz viel Holz holen und wir müssen noch viel Stein holen. Oh, und Eisen. My wife Vanessa is an amazing teacher and First Lady of Fairhaven. She's too good for me. I'm kidding. Why? Have you heard anyone say that? Oh Gott. Gut. Neue Blaupause. Die Ranch. Ist das geil? Ist das geil? Wir gehen aber trotzdem. Ach so, wir gucken hier unten erstmal, ob wir noch irgendwas einsammeln können oder so. Da. Unkraut, sehr, sehr geil. Hier die Steine müssten wir eigentlich auch mal aus dem Weg räumen, wenn wir sowieso Steine brauchen. Was? Was war das? I think that Ach rock is tougher than my so. pickaxe. Ja. Ja, ist okay. Ich habe total vergessen, dass wir ja gar keine richtigen Steine. Können wir die kleinen denn machen? Ich wollte gerade sagen, meine Ausdauer geht weg, aber okay. Doch, das funktioniert aber. Das ist ja schon mal geil. Dann ja, müssen wir auf jeden Fall 50 Steine holen. Das Problem ist, dafür brauchen wir natürlich jede Menge Energie. Und die Energie ist schnell weg. Und es ist nicht so schön, sich neue, also etwas zu craften, wodurch wir wieder neue Energie bekommen. Es heißt, dass diese Aufgabe wohl leider doch noch ein bisschen länger dann auf sich warten lassen wird. Meinte der jetzt mit der Ranch? Hatte der eben gesagt, er meinte die neben Thomas? Oder hat er die hier oben gemeint? Ich bin mir jetzt gerade gar nicht so sicher. Ich meine, er hat was von Thomas gesagt, aber eigentlich haben wir hier oben ja auch unsere eigene. Naja, gut, eine Ranch ist es nicht. Es ist eine Hühnerfarm gewesen. Mit Zusatz vielleicht? Ich weiß es nicht. Oh, viel bekommt man aber nicht raus mit einmal voll aufgeladen sein. Müssen wir 2 Tage was machen. Kann man nicht.
Magie verwenden? I'm all out of strength. I could make or buy some food. Or try. Hm. Die redet jetzt nur von Essen. Na gut. Essen. Erzeugnisse. Wir haben noch Mehl und wir haben noch Fisch. Den Seebarsch könnten wir eigentlich... Ich glaube nicht, dass der so viel kostet, oder? Bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Oh, da ist noch mal... Da habe ich jetzt links gar nicht mehr geguckt. Ist hier noch irgendwo Unkraut? Sieht nicht danach aus. Ich muss auch extra immer so an den Bäumen vorbeilaufen, damit ich überhaupt was sehe, weil es... Ja, geh vorbei. Weil manchmal ist da nämlich was hinter, das sieht man gar nicht so richtig. Das ist dann direkt hinter den Bäumen. Das ist dann noch ein bisschen nervig. So. Oma, ich mache uns mal was zu essen. Wo haben wir euch denn jetzt? Hä? Bin ich jetzt doof? Ich suche gerade die Fischstäbchen. Oma, ich kann keine Fischstäbchen mehr machen. Ach so, geht doch noch weiter runter. Wieso ging das denn gerade nicht? Da, Fischstäbchen. So, mit dem. Das ist doch... Ja, das ist der Seebarsch. Ja, nein, das ist okay. So, Tintenfisch könnten wir... Musste ich jetzt Tinte herstellen? Ich meine nicht, ne? Also einmal könnten wir den noch benutzen. Eigentlich möchte ich das natürlich gerne haben, um Geld zu verdienen. Aber wir müssen irgendwie schauen, ich meine, ich würde zwar jetzt auch gerne in der Mine weitermachen, aber wir müssen irgendwie schauen, dass wir das so einigermaßen hinkriegen. Deswegen nehmen wir jetzt mal die Fischstäbchen. So. So. Dann hauen wir nochmal drauf. Das dauert auch gar nicht lange. Gar nichts mehr. Waren das jetzt nur zwei? Wollt ihr mich veräppeln? Oh Gott. Eben kamen fünf dabei raus. So werde ich das natürlich nie vollkriegen. Also jetzt zumindest definitiv nicht. So, 30. Nur ich bin ganz ehrlich, das ist natürlich genau das, was ich jetzt unbedingt haben möchte. Ein Ranch eröffnen. Vielleicht kann man dann ja auch irgendwann mal... Sollte ich das mal hinkriegen mit dem Honig, könnte ich vielleicht auch irgendwann mal Honig verkaufen. Vielleicht können wir die Tiere... Müsste man ja eigentlich dann auch verkaufen können und so. Also nicht die Tiere. Ja doch, eigentlich ja die Tiere zum Schlachten. Ne? So wie ich es mitbekommen habe. Die eine, die wollte das ja haben. Oh, lass bitte... Ja, gut, das reicht noch. Okay... Gut, da müssen wir beim nächsten Mal zumindest nicht mehr ganz so viel machen. Es sei denn, ich würde jetzt noch den Tintenfisch machen, aber... Ich gehe lieber erstmal in die Stadt und rede nochmal mit den Leuten und gucke auf jeden Fall mal, dass ich Omas Medizin besorge. Weil das Problem war ja, dass die freitags, glaube ich, geschlossen hatten. Ist sie nicht da? Doch, hier. Oh, is it time to go to Damon's yet? Blacksmith work sure helps you work up a thirst. Okay, neue Bekanntschaft. Wir haben doch schon anderthalb Herzen, wenn ich das richtig gesehen habe. Oh, er ist auch da. Gehen wir da erstmal eben hin. Hallöchen. Have you been to Violet's flower shop yet? It's nice that there is someone else in town who really cares about beauty for the sake of beauty. Mhm. So, du bist auch geöffnet. Das ist schön. Komm mal her. I know you've got a lot on your plate, caring for your grandma and all, but don't forget to take some time to decompress. Damon's Bar is a great place to unwind at the end of a long day. And his whiskey's not half bad. Well, it's not half good either, but needs must, as my grandpa used to say. Da muss ich auf jeden Fall mal nachgucken. Was ist das denn jetzt? Do you have the potatoes and mushrooms yet? Working on it. All this farming really works up an appetite. Nice try. You'll get your reward when you hand over some dug up from the earth yumminess. Fine.
Okay, okay. Die Quest habe ich total vergessen. Die muss ich dann auch noch im Auge behalten. Die haben geschlossen. Ja, warum sollte auch ein Rathaus geöffnet haben, ne? So, hallöchen. Everyone complains when it rains, but I never mind having a day off from watering my flowers. Let Mother Nature do some of the work. Ja, bin ich auch für. Ich war zwar etwas überrascht eben, aber klar, es ist natürlich am Regnen. Dementsprechend, hier war nur noch die Werkstatt am Ende, ne? Hat die geöffnet heute? Nein, die hat nicht geöffnet. Zumindest jetzt hat sie nicht geöffnet. Ich weiß nicht, ob die später noch öffnet. Aber ich glaube, Werkstätte haben, glaube ich, Samstag sowieso nicht geöffnet. Höchstens die Autohäuser, aber nicht die Werkstätte. Natalia told me you repaired the mine. How wonderful. Hopefully soon we can make some new metals for our ceremonies. She's about to level up to silver. Mhm. Okay. Bis Silber, so, so. Schauen wir mal. Ah, sie hat doch geöffnet. Hallo. Tara Wild, to what do I owe the pleasure? I'm here to pick up some medication. For my grandmother? Ah, yes. Here it is. It's very sweet of you to run Hazel's errands. Her mobility has decreased markedly this year. But lest you think I only treat Hazel, I want you to know I can help you too. I'm not sick. I mean, I don't think I am. Do I look sick? No, no. You're adjusting to a new job with much more manual labor. Each night that you don't go to bed on time, you lower your immune system's capabilities. Working outdoors in the rain and cold can have the same effect. Eventually, you'll leave yourself open to colds and viruses. And when you come down with something, your energy levels plummet. If that happens, come see me for a restorative. Otherwise, you might pass out. Oh gosh, I would never live that down. Sometimes I have a difficult time sourcing all the ingredients. So you may see requests on the town notice board. Please fulfill them if you can. Seeing patients takes up most of my time. I'll do my best. Okay, können wir noch mal mit dir reden? Welcome! Doesn't it look so organized in here? Juliet just sorted all of my medical supplies in exchange for extra credit at school. I explained what each item was for, and she seemed genuinely interested. Maybe she'll take over for me one day. Okay, jetzt mal aus dem Weg. Mein Surferboy saß hier. Nein, der ist weg. Warum kann ich ihn jetzt nicht ansprechen? Sauerei. So, nee, das ist das nicht gewesen. Ach so, sie meinte auch, dass das Board... Ach, da hinten ist er. Kai's always trying to convince me to join him out on the waves. I enjoy the craft, but it's not really my thing. Ja, das kenne ich. Kann ich dir was schenken? Warte mal. Nee, ich hab nichts. Schade. Dann nicht. Oh, this is weird. I could have swore I got a new shipment of chocolate bars in, but the box is gone. Maybe it was one of the kids? I've heard they like to prank people. Nah, brah. Emmy always pays for her chocolate with her allowance. She takes pride in her junior budgeting skills. Maybe I'm just burned out from doing two-a-day sessions this past week. Okay. Sollte ich dir einen Erschöpfungstrank besorgen? Warte mal, du kannst ja nicht weglaufen. Sprech erstmal mit dir. You and Lena were friends when you were younger, yes? Would you say you know her well? Not really. It was so long ago, and we were just kids then. Funny. My best friend Amy. I feel like if we could see each other again tomorrow, it would be just like old times again. But I guess I'll never really know. Oh, Parker's so supportive of me, so I try to support him too. But out of all the hobbies he could have taken up, he had to pick the League of the Conscious Mind? Mm. What? You don't like it? No, it's not that. It's just, I don't trust people who tell you that you're the only obstacle between yourself and true happiness. Ja, da ist was dran. Und bei so einer Sekte, Mädel, weißt du, dass deine Gitarre durch den Regen kaputt geht? Ich habe ja schon Panik, wenn meine am Fenster steht. What you playing, Juliet? Oh, I'm just messing with some chords. I'm not really ready to play anything in front of, you know,
like people. Okay. Dann mach mal weiter. So, wo ist denn der... Das kommt man hier ansammeln, ne? Wo ist denn der Angeltyp hier? Ich habe den Namen vergessen. Oh, da hinten ist auch noch einer. Ich würde ja auch gerne mal in die Bar reingehen. Da müsste, ach so, steht da eigentlich eine Öffnungszeit drin? Samstags ab 18 Uhr. 18 bis 1 Uhr, okay. Hi. I caught Finn digging through our backyard looking for worms. I thought, how entrepreneurial. He's gonna sell them to Bruno for bait. But no, he was planning to put them on Vanessa's chair. Okay. So, wir können jetzt hier eh nichts machen, aber ich guck mal, ob wir hier vielleicht noch was einsammeln können in der Ecke. So, ach, ich dachte gerade. Aber irgendwie ist hier nichts zum Einsammeln. Hier laufen die Dinger immer nur weg, die man einsammeln will. Bruno, wo bist du? Bist du hier? Kein Bruno, keine Sachen zum Einsammeln. Ja, was ist denn los hier? Ah, hier ist wenigstens noch ein Kraut. Hexenkraut. Und er ist auch im Garten. Wieso bist du denn deine Blumen am Bewässern, wenn es gerade regnet, Thomas? Hazel's a good cook, but if you want a meal so big you'll hardly be able to walk afterwards, go to Sophia's. And at the end of a day planting seeds, you'll want that kind of meal. Trust me. Ja. Ach so, ja, theoretisch könnte ich bei ihr natürlich auch was kaufen. Die Frage ist jetzt... Das war jetzt dumm, was ich gemacht habe, oder? Ich hätte zwei Sachen machen müssen, das dann verkaufen müssen und dann von dem... Ja gut, ich kann es allerdings nur... Ach nee, ich kann es oben im Restaurant verkaufen. Die ist allerdings offenbar nicht da, weil die steht gerade hier. Juliet is a prodigy on that guitar, I swear. I know what you're thinking. Sophia, you're her mama. You have to say that. But Juliet really does have a gift. Oh, maybe someday she'll let someone other than me hear her play. Das hört sich doch gut an. Oh, hallo Kätzchen, Kitty. Oh, what a good purr. Nochmal? Oh, such a good cat. Jetzt kann ich es wieder machen, aber das ist doch... Normalerweise geht das dann doch nicht mehr hoch, oder? Hier ist noch nichts Blaues dran. Was ist denn da in der Ecke? Nee, das ist nur ein Stein. Okay. Ich dachte gerade, da wäre was Neues. So. Heute sieht es ziemlich dürftig aus. Eine Muschel finden wir immerhin noch. Besser als nichts. Wenn ich wüsste, ob wir die brauchen, ne? Sonst würde ich die ja bei dem Einsiedlertypen da verkaufen. Oder was bei Bruno? Ich bin mir gerade nicht sicher. Nee, ich glaube aber der Einsiedler, dessen Namen ich jetzt gerade vollkommen vergessen habe, Shelby, genau. Ich meine, da konnte man auch was machen. Hey, was machst du denn hier auf meiner zukünftigen Ranch? It's raining! Ja, yeah, it's nice. I don't have to water my crops. Yeah, and there's puddles. Last time it rained, I made a bigger splash than Emmy. But Mommy wasn't even proud. She said I just got my clothes muddy. No, das ist doch doof. Ich kann mich noch daran erinnern, als meine Tochter klein war, bei so einem Wetter, da haben wir die einfach eingepackt, beziehungsweise ich habe sie eingepackt, Regenklamotten angezogen, Stiefel angezogen und dann raus in die Pfützen. Das hat ja auch immer super Spaß gemacht als kleines Kind. Gut, heute wäre sie dafür vermutlich zu alt. Aber damals hat sie wirklich Spaß gemacht. Euch habe ich schon... Na, Bruno! Kamst du nur ein bisschen später oder habe ich dich übersehen? Bruno! Watch out for Sophia. She'll try to match up with someone in town. Heck, after Helena passed, she wanted to set me up with Hazel. No disrespect to you, Graham. But diving back into those waters.
Helena was the one and only love of my life. And always will be. Na, das kann man jetzt so nicht unbedingt sagen. Ne? Geschenke haben wir keine, okay. Ich muss mehr verkaufen, damit ich unten... Was ist denn, wenn ich jetzt für 4 einen Kaulbarsch kaufe? Darauf kann ich doch eigentlich auch Fischstäbchen machen, oder? Weil 4 ist jetzt nicht viel. Ich nehme mal einen. Einfach mal so... Just for fun. Nee, da war... Achso, da war ich ja alles. Dann kann ich ja wieder zurückgehen. Das ist auch ein bisschen blöd, dass ich nur bei mir zu Hause kochen kann. Finde ich. Das wäre ganz cool, wenn man auch woanders kochen könnte. Wenn man da irgendwie was mitbenutzen könnte. So nach dem Motto, hey, kann ich bei dir mal eben deinen Ofen benutzen oder so. Wäre auf jeden Fall eine gute Sache. Da müsste man nicht immer hin und her laufen. Oder eben die Sache, das ist immer noch mein sehr, sehr großer Wunsch hier drin, dass man einfach was reinbringen würde, dass man sich porten könnte, dass man schneller von A nach B kommt. Beispielsweise einen Port in die Stadt. Achso, ja genau, ich habe hier deine Medikamente, Oma. Moment, das Unkraut, die Erde muss ich auch noch holen. Warte mal, Oma. So, habe ich noch mehr? Ja, ja, perfekt. So, was ist mit den Tulpen? Die nehme ich aber nicht, sondern die lasse ich jetzt drin. Aber ich verstehe immer noch nicht. Nee, die Tulpen will ich nicht. Hallo. Nein. Immer noch. Da. Pflanze in der Nähe Blumen, damit Bienen für dich Honig produzieren. Ich habe 2 Blumen hier. Kann natürlich sein, dass die heute erst gekommen sind. Dass das deswegen nicht so schnell geht. So, Oma, ich habe deine Medikamente. I visited Amira. This is for you. My own medicine courier. I'm the luckiest grandmother on the island. Of course, Grandma. Anytime. Ja, als Belohnung erhältst du neues Rezept. Honig-Zitronentee. Keine Ahnung, wo wir Zitronen herholen, falls wir welche haben, aber... Das ist natürlich geil, wenn wir doch nochmal Honig kriegen sollten. Na? So, wie lange braucht das nochmal? 8 Stunden. Es wäre dann 19 Uhr am Abend. Naja, gut, okay, vor 20 Uhr können wir eh nicht zum Wald. Jetzt ist die Frage... Achso, Moment. Wir sind ja jetzt gerade nach hier gelaufen eigentlich. Nicht wegen der Oma, sondern wegen der Fischstäbchen. So. Ich will aber nicht den Tintenfisch. Ich habe sogar noch 2. Hering und Sardine. Achso, nee, Sardine habe ich anscheinend keine. Okay. Hering habe ich auch keine. Ach, ich kann den gar nicht benutzen dafür. Ah. Thunfisch? Toll, Thunfisch habe ich auch keinen. Schnapper habe ich gerade auch keinen. Wieso werden die mir dann angezeigt, Mann? Die dürfte ich auch gerade nicht haben, ne? Ja, es war klar. Eine Miesmuschel. Habe ich aber auch nicht. Okay. So viel dann dazu. Ja gut, also ich schätze mal, ich habe die jetzt alle nicht, die wir jetzt brauchen. Und diese Köderfische darf ich anscheinend nicht benutzen. Gut. Dann würde ich sagen... Wir gehen nur noch mal in den Wald, um mit ihm zu reden. Dass ich jetzt erstmal ein bisschen vorspule, damit wir den Trank nehmen können und dann uns auf Richtung Wald machen können. Bis gleich. So, wir haben jetzt Abend und ich hoffe, dass die Zeit jetzt ausgereicht hat. Nein, sie hat noch nicht ganz ausgereicht. Noch 1 Stunde 50. Das stimmt ja überhaupt nicht mit dem überein, was da drin stand. Dann werde ich noch mal ein bisschen weiter spulen. Bis 8:50 und hoffe, dass das dann noch reicht mit der Uhrzeit für unsere nächtlichen Aktionen. Ich habe übrigens festgestellt, dass Oma anscheinend immer um 18 Uhr aus dem Haus geht. Oma braucht natürlich ein bisschen länger,
bis sie am Wald angekommen ist. Deswegen geht sie schon um 18 Uhr aus dem Haus, macht sich auf den Weg, damit sie dann pünktlich um, ich weiß gar nicht, 8 oder 9 Uhr dann da im Garten ist. Ach so, ich wollte gerade sagen, das ist doch noch nicht fertig. Nee, aber das Zeichen stand jetzt einfach nur da, weil ich da gerade so davor stehe. Ja. Ich würde jetzt auch gar nicht sagen, dass ich das Ganze jetzt großartig rausschneide, weil das jetzt eigentlich Blödsinn ist. Wir warten jetzt nur noch mal ganz kurz, bis es 9.10 Uhr ist. Dann müsste eigentlich, jetzt beim nächsten Mal, müsste eigentlich die, ja, genau, das Ganze fertig sein. Wir machen es wieder auf entspannt und sammeln das Ganze ein und können mit unserer Quest hier auch wieder ein bisschen weitermachen. Das heißt, ich werde euch jetzt nochmal eben rausschneiden und wir sehen uns jetzt gleich im Wald wieder. Bis gleich. So, wir sind im Wald und ich gucke gerade mal. Perfekt, aber wir haben nicht... Nein, ich kann die nicht ernten. Ah, ist das ein Mist, ist das ein Mist, ist das ein Mist. Ich gucke nochmal ganz schnell, ob wir hier noch irgendwas anderes finden. Oben habe ich gerade schon eine Erdnuss gesehen. Shelby habe ich jetzt leider nicht gesehen. Mit dem hätte ich gerne auch nochmal ein bisschen gequatscht. Aber ne, der ist jetzt gerade nicht draußen. Hier rechts ist auch nichts mehr. Was wimmerte denn hier gerade so komisch? Die Katze war das doch wohl nicht, oder? Komisch. Ja, ich denke mal, dass wir dafür... Oder? Ah, das können wir machen, ohne Ausdauer zu verbrauchen. Sehr, sehr geil. Dann können wir die auf jeden Fall noch mitnehmen. Okay, super. So, ihr Lieben, hinter der Wurzel. Ich bin da, ich muss meine Aufgabe abgeben, aber ich werde einmal die Runde erstmal mit euch quatschen. Try to not blow off any arms or legs while trying out new spells. It's harder to stay in secret society that way. Ich weiß nicht, wenn die immer die gleichen Sprüche machen, ob ich das dann einfach weiterklicken soll. Make sure you use the right ingredients for your incantations. Wouldn't want you to accidentally give everyone in town bunny ears. That is not something I could actually do, right? We'll see. Also, ich fände das mal ganz lustig. Witchcraft can make any task easier. It can make the lives of those around you easier. You must keep working at it, but don't ignore the rest of your life. It is a balance. Oma! The Acolyte was the last witch initiated into our order. She can help guide you. Nee, ich will erstmal mit dem sprechen. I do wish you had been able to meet Giacomo. He was brilliant in every way. Also ich hoffe, ihr hört den Sturm im Hintergrund nicht so. Es sind jetzt heute leichte Orkanböen angesagt. Und das merkt man leider schon den ganzen Tag. Oh, great. Let me have a whiff. Yes, they all smell just right. Here, you keep them. They're super useful for someone running a farm. Brew more anytime you have the ingredients handy. Now go ahead. Let the High Priestess know you've finished your potion training. Okay, der Hohepriesterin. Achso, ich kann noch mit Cast any good incantation spells lately? No. Ugh, me either. I'm not very good at them. Potions, though. I'm a killer. Warst du das jetzt? Nee. Achso, du warst das, genau. Well done, Initiate. You have mastered the art of herbology very quickly. The Acolyte tells me she couldn't have done better herself. To recognize your skills and achievement, you may cast away your Initiate designation. Yay! I really prefer to be called by my... You will be known as Novice from this point on. Right. I see. Right. Rest now, and find ways to use your new craft. There'll be more work to do before long. Okay. Neues Rezept, belebender Trank. Dies kann jetzt in deinen Kessel gebraut werden. Ah, Novice. It will soon be time for the turning of the seasons. Great. I love summer. Picnics, lemonade, going to the beach.
But first, we must gather the ingredients for our ritual. I'm sorry, but doesn't the change from spring to summer just happen? You have much to learn. You'll find this island to be different in ways big and small. Gather the items and brew this potion, then we can begin. Okay, Geisterflammentrank. Puh, was brauche ich dafür? Have you found the ingredients for our ritual yet? Summer awaits. I know. I'm working on it. Okay, ich dachte, weil die jetzt gerade so bunt ist, dass ich mit ihr nochmal sprechen könnte. Ja, da würde ich sagen, dass wir dann eben nach Hause laufen, dass wir mal gucken, was das mit dieser Essenz auf sich hat. Diesen Trank, den wir brauchen können. Ach so, genau. Und ich wollte mal kurz gucken. Wunderwuchstrank. Kann auf Samen oder Pflanzen gegossen werden, um ihr Wachstum zu beschleunigen. Kann auch auf Herstellungsstationen angewendet werden. Den würden wir mal verwenden, wenn wir irgendwas haben, was ganz neu ist, würde ich sagen. Moment, kann auf Herstellungs... Kann ich damit den Honig eventuell beschleunigen? Das wäre jetzt tatsächlich mal eine Überlegung wert. Weil ich weiß nicht, was die mit Herstellungsstationen meinen. Oh, Oma ist auch schon wieder auf dem Weg. Oma hat sich eben einfach aus dem Staub gemacht, hat noch nicht mal Tschüss gesagt, ne? So ist die Oma. Also ich verstehe das so, dass ich das eventuell auch auf den Bienenstock anwenden könnte und entsprechend dann der Honig schneller kommen würde. Das müssen wir mal gucken. Das wäre auf jeden Fall geil. Also wenn das gehen würde. Wenn nicht, ist aber auch nicht schlimm. Ich wollte hier nochmal kurz gucken. Moment, noch 2 Tage und noch 1 Tag. Die sind ja jetzt bald fertig. My watering can is already full. Ich wollte gerade sagen, die muss doch voll sein. Aber gut, das leuchtet halt immer. Gut, Bienenstock. Nee, will ich aber nicht bauen. Muss ich das dann... Moment. Bienenstock. Geh doch einfach mal zu dem, wo ich gerade stehe, genau. Da kann man es aber anscheinend nicht drauf anwenden. Sonst müsste ja jetzt irgendwas kommen. Naja, gut. Ist schade, aber ist okay. Dann schauen wir uns nochmal eben auf die Schnelle an, was das für ein Trank jetzt genau ist. Der hier, ne? Brauchst du eine Erfrischung? Dieser Trank stellt etwas Energie wieder her. Na gut, etwas ist natürlich nicht viel. Probieren wir mal einmal aus. Braucht auch 8 Stunden. Ja, jetzt kann ich natürlich nicht mehr sehen, was die anderen jetzt bewirken. Weil das war ja, meine ich, nicht der, den wir brauchen. Da brauchen wir auch einmal Kupfer für, okay. Aber ich will auf jeden Fall erstmal die Ranch machen. Oh, das dauert... Wieso laufe ich jetzt raus? Das dauert alles so wahnsinnig lang, bis man die Sachen gefarmt hat. Ich meine, wenn man natürlich zwischendurch was zu essen oder sowas dabei hätte, das wäre natürlich cool. Wenn das funktionieren sollte, was ich mir jetzt vorstelle, also dass man Fischstäbchen, also dass man, sage ich mal, angeln geht, daraus Fischstäbchen macht und von dem Geld, was man jetzt von den Fischstäbchen bekommt, sich zu essen holt, dann wäre das natürlich geil. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie viel kostet das, ne? Ich meine, die kosten ja jetzt auch nicht gerade wenig, die Essenssachen, die man da bekommt. Müsste man mal ausprobieren. Aber ich denke mal, eher kommen wir nicht drum herum, dass wir dann, ja, wirklich die Fischstäbchen machen und dann benutzen. Also ich denke mal, die Steine kriegen wir ja noch hin. Ich bin gerade im Moment, das war's falsch. Ich bin gerade am Überlegen. Die Steine kriegen wir auf jeden Fall am nächsten Tag hin. Holz müssten wir auf jeden Fall noch eine Menge holen. Und Eisen natürlich auch. Also das wird wahrscheinlich dann doch noch eine Weile dauern. Da brauche ich nur 200 für. Gut, dafür könnte ich dann was verkaufen. Das ist nicht das Problem. Bienenstock müssen wir dann morgen mal gucken. Und er brauchte... Pilze habe ich, okay. Er brauchte aber auch noch Kartoffeln. Die sind, glaube ich, morgen fertig, wenn ich mich nicht irre. Ja, dann sage ich erstmal gute Nacht. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao! Should I go to bed?